Vor ein paar Wochen ging doch tatsächlich eine Art Beschwerde bei mir ein. Da hat jemand mir über WhatsApp geschrieben, ich zitiere, hat mir jetzt tatsächlich jemand in deinem Shop dieses Journal vor der Nase weggeschnappt? Sage ich, ja, ich befürchte schon. Ich hatte damals nämlich ein türkis-lila-farbenes Journal eingestellt und das war nach relativ kurzer Zeit weg aus diesem Shop, sprich verkauft. Und dann hatte diese Person mich liebenswerterweise gefragt, ob ich ihr nicht vielleicht ein Journal in diesen Farben machen könnte, lila und türkis. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe diese Phase in meiner Schaffenszeit überstanden gehabt. Dem war dann allerdings wohl doch nicht so, denn ich habe ja gesagt und habe gesagt, natürlich kann ich dir ein Journal in diesen Farben machen. Und dieses Journal ist dieses hier geworden. Und dieses möchte ich gerne heute mit dir gemeinsam durchblättern. Hat den Zweck, dass du siehst, was hier drin ist und vielleicht die ein oder andere Inspiration bekommst, wenn du auch ein Journal machen möchtest und wenn du vielleicht sogar ein Journal in solchen Farben machen möchtest. Türkis und Lila ist ja jetzt nicht unbedingt so die Standardfarbkombination und ich habe mir gedacht, ich zeige dir das einfach mal, so dass du sehen kannst, ob du vielleicht dich an diese Farbkombination auch mal ranwagen möchtest oder ja, vielleicht hast du auch das noch nie gesehen und denkst dir, oh cool, ne, mache ich auch mal. Für mich war das jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, eine gewisse Herausforderung, denn in dem anderen Journal hatte ich ja auch schon die Farben verwendet und jetzt etwas komplett Neues zu erschaffen, aber trotzdem irgendwie gleich, das war gar nicht so einfach. Aber ich glaube, ich habe es hingekriegt. Dieses hier ist erstmal im Vergleich zu dem anderen ein Hardcover. Also ich habe hier ein altes Buch verwendet, das ist ein ganz normales Taschenbuch, so ein Hardcover-Taschenbuch gewesen, wo ich die Seiten rausgetrennt habe, ne, wie man das so macht, und die neuen Seiten reingetan habe. Und dieses, ich zeige das mal von hinten, vielleicht kann man das dann ein bisschen besser erkennen, weil vorne diese Blume drauf ist. Dieses habe ich dann mit einem Stoff bespannt. Dieser Stoff, ja, hat halt diese Schmetterlinge drauf. Der war ursprünglich sehr, sehr knallig. Also ich habe den auf Willhaben gefunden. Ja, das ist so eine Kleinanzeigenbörse. Und habe mir gedacht, der passt eigentlich ganz gut dazu. Auf dem Foto, was ist das hier eigentlich? Auf dem Foto in der Anzeige war dieser Stoff sehr so, wie ich ihn eigentlich gebraucht hätte. Dann, als er ankam, war der aber mehr als knallig. Und dann habe ich den erstmal hier aufgebracht, habe den festgeklebt und habe den dann hier an den Seiten und auch auf dem Stoff selbst mit Distress Oxide so ein bisschen auf alt gemacht, sodass das nicht mehr ganz so knallig ist. Denn die Person hat auch gesagt, die das hier bestellt hat, sie möchte gerne auch solche Brauntöne haben. Bei dem anderen Journal war das auch so, dass ich das Türkis und das Lila mit so einem Vintage-Braun gemischt hatte und sie wollte das ganz gerne auch so haben. Diesen Stoff habe ich dann zusätzlich noch mit Mod Podge eingestrichen. Das sieht man in der Kamera natürlich jetzt nicht, aber man fühlt das. Also das ist jetzt wirklich sehr, sehr robust, sehr, wie soll ich sagen, strapazierfähig. Wenn man das also irgendwo mit hinnehmen will, kann man sich sicher sein, dass hier nichts passiert. Hier bei dem Rücken habe ich so gemacht, dass ich hier, upsala, boah, das ist so schwer, habe ich erstmal hier so einen Stoff drauf geklebt, den ich vorher bestempelt habe, wie man hier noch so leicht sieht. Ich wollte, dass das nur so ganz leicht durchkommt und hier auch. Und diese fransigen Kanten habe ich jetzt diesmal hier so drüber geklebt und habe die auch mit Mod Podge relativ stark hier festgeklebt. Also wenn man hier drüber geht, dann fuselt hier auch nichts ab, sodass man das auch relativ gut transportieren kann. Und dieses Stückchen habe ich dann quasi hier so drauf genäht, ne, dass man eben die Bindung nicht mehr sieht. Denn das hier, ja, ist, wie man sieht, eine versteckte Bindung. Ich habe das direkt durch den Buchrücken genäht, weil das dann einfach stabiler ist und habe das dann hier so kaschiert. Das wäre also mal die Rückseite. Und hier habe ich halt diese, ja, das sind ja keine richtigen Buchecken, ne? Ich weiß gar nicht, wie man das hier nennt. Das ist ja keine Buchecke, weil es geht ja nicht um die Ecke drumherum. Das ist einfach hier so aufgeklebt. Und das habe ich auf der anderen Seite, also hier vorne, auch so gemacht, sodass das hier so einen kleinen Rahmen bekommt. Und dann habe ich mir so eine Stoffblume genommen. Die war ursprünglich, ja, wie soll ich sagen, einfarbig, relativ türkislich. Und dann habe ich die etwas bearbeitet, denn die war ursprünglich so ganz zusammengedrungen.
Und ich habe gedacht, ja, das kann ich ja einfach so machen, ne, das hier so aufkleben und diese andere Blume hier in die Mitte kleben. Also die Person, die das Journal bestellt hat, hat sich auch diese Blume hier gewünscht und hat gesagt, weil die war auch auf dem anderen Journal drauf, hat gesagt, wenn du noch so eine übrig hast, würde ich mich freuen, wenn du die damit drauf tun würdest. Und jetzt habe ich mich mal an diese Kombination hier gewagt. Also ich weiß bis jetzt noch nicht, ob es ihr gefällt. Ne, das ist auch so eine Sache. Ich nehme dieses Video hier auf und ich weiß noch nicht, ob ihr das gefallen wird. Jedenfalls der Plan war, diese lilane Blume hier zu integrieren, aber eben nicht so wie auf dem anderen Journal. Nicht, da war die ja in Anführungsstrichen einfach so draufgeklebt. Ich wollte das hier ein bisschen pompöser haben. Dann habe ich mir Distress Oxide genommen in so einem lila Ton und in einem Türkiston. Habe das da so einfach mit dem Stempelkissen so draufge strichen sozusagen, dann mit Wasser eingesprüht und dann ist das eben so verlaufen. Und jetzt ist mir gerade aufgefallen, dass ich mich selbst eigentlich unterbrochen habe, denn diese Blume, die war ursprünglich so gedrungen und da waren so kleine Plastiknetze hier unten überall drin. Die habe ich rausgetrennt, also es waren wirklich wie so kleine Körbchen, total ätzend, weil das war total schwierig, das rauszukriegen. Und dann habe ich an den Stellen, wo das sehr aufgefallen ist, diese kleinen Buchseiten hier draufgeklebt. Denn teilweise war hier drunter, das ist jetzt auch irgendwie ein bisschen peinlich, ne? Aber hier drunter war so eine Art Heißkleber, der sich offenbar durch dieses Material so quietschgrün eingefärbt hatte. Und das will man natürlich nicht haben. Ich habe das dann an manchen Stellen hier überdeckt sozusagen mit diesen Buchseiten. Sieht jetzt so aus, als wäre es einfach so Absicht, ne? War aber eigentlich dafür gedacht, dass man das dann eben nicht mehr sieht. Aber ich habe mir gedacht, das passt ganz gut dazu, weil ist ja, ne, ist ja ein Junk Journal so. Und dann habe ich hier noch so ein paar Goldspritzer drauf gemacht. Hier auf den Blättern habe ich so ein bisschen gestempelt mit dieser Schrift. Weiß jetzt nicht, kann man das erkennen? Ja, ich hoffe es mal, weil ich das irgendwie auch ganz interessant fand. Und da habe ich auch noch ein bisschen Distress Oxide Vintage Foto draufgegeben auf diese Blätter, weil die ursprünglich sehr, sehr grünlich waren. Und als ich das schon eigentlich als fertig deklariert hatte, kam dann eine ganz, ganz entzückende Happy Mail, in der diese Dinger hier waren, diese weißen kleinen Teile hier. Und habe ich mir gedacht, das passt einfach so gut dazu. Ich wollte ganz gerne, dass das ja, ne, nicht einfach so aussieht wie so eine draufgeklebte Blume, sondern dass das hier noch so was Besonderes hat. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Dieses Ding hier, also diese Blume, da habe ich in der Mitte, also unter diesem Metallelement hier, ein Loch gemacht und habe dann erstmal eine Musterbeutelklammer genommen und das Lilane mit diesem hier verbunden. Dann die Musterbeutelklammer, also dieses runde Ding oben mit diesem Teil hier abgedeckt, habe das festgeklebt und dann habe ich das Ganze quasi hier drauf geklebt, sodass das auch sehr stabil ist. Vorher habe ich noch hier diese kleine türkise Spitze, ich weiß jetzt nicht, ob man das erkennen kann, darunter getan, weil ich ganz gerne wollte, dass das noch so ein bisschen gelayert und einfach ein bisschen interessanter aussieht. Weil dieses Hardcover-Buch ursprünglich etwas zu schmal war. Ihr seht, das Cover geht eigentlich nur bis hier. Habe ich hier mal wieder meine Verbreiterungstechnik angewandt, sodass, wenn man das jetzt aufschlägt, das Ganze so aussieht. Erstmal verhältnismäßig unspektakulär. Ich sag euch gleich noch, warum ich das so gemacht habe. Und dieses hier ist wieder dieser kleine Trick. Das hatte ich euch bei dem Dragonfly Lovers Notebook schon gezeigt. Da hatte ich das so ähnlich gemacht mit so einem Scrapbooking-Papier, um einfach das Problem zu verhindern, dass das zu klein ist. Wenn man das jetzt in eine Tasche steckt, ist es hier komplett geschützt. Also, ne, hier, wenn das hier aufstoßen würde, würde das überhaupt gar kein Problem darstellen. Kann man das so aufschlagen. Und dieses Ding hier, also dieser Mechanismus sozusagen, wenn man das Mechanismus nennen kann, ist ja kein Mechanismus. Das macht ja nichts. Das ist ja einfach nur existent. Er ist jetzt um die erste Signatur, so wie ich das bei dem anderen Journal auch schon gemacht hatte. Und bei der letzten Signatur findet man das auch nochmal wieder. Das hier ist übrigens Journal Nummer 64 in meiner Junk Journal Karriere. Hier habe ich jetzt tatsächlich diese Idee aufgenommen, ja, die durchzunummerieren. Ihr hattet mir da total liebe Kommentare unter das andere Video geschrieben, weil ich mir ein bisschen unsicher war, ob ich das jetzt so machen kann, weil ich erst bei Nummer 63 angefangen habe zu nummerieren. Aber ich finde es einfach inzwischen selber total cool, wenn das hier so ist. Und ja. Also danke für eure ganze Unterstützung und für dieses Feedback bezüglich dieser Nummernproblematik. Ich bin jetzt wirklich sehr glücklich und das habe ich auch nicht zuletzt euch zu verdanken, denn ihr habt mir gesagt, ja, fang doch einfach bei 63 an und fang halt einfach mit der Nummerierung da an, wo ist das Problem?
Dankeschön. Ja, das hier ist jetzt hier relativ neutral und auch später, wenn ich hier so weiterblättere, ist das Ganze verhältnismäßig neutral. Es ist noch relativ viel Platz, damit die neue Besitzerin sich hier noch so ein bisschen austoben kann, denn sie macht selber auch teilweise Junk Journals. Also sie hat sich auch an dieses Thema herangewagt sozusagen und ich möchte gerne, dass sie selber hier noch möglichst viel auch drin machen kann. Ja, so. Zu diesem Ding hier noch kurz. Ich habe das beim letzten Mal etwas anders gemacht. Ich habe diese Technik hier noch ein bisschen ausgetüftelt mit dieser Verbreiterungstechnik hier für dieses Dings hier, für dieses, ne? Für diese erste Signatur und die letzte. Ich werde dazu auch noch ein separates Tutorial hochladen. Wann das genau kommt, kann ich jetzt noch nicht ganz genau sagen, aber das kommt auf jeden Fall. Also bitte nicht verzweifeln, das kommt auf jeden Fall. Hier habe ich diese lilane Blüte nochmal aufgenommen, die ich auch vorne schon hatte. Das hier ist ein ganz klein bisschen anderes Lila. Entschuldigung, in diesem Set, was ich da hatte, waren mehrere von diesen Blüten und da habe ich die einfach, ja, quasi so ein bisschen zerlegt und diese anderen, etwas anderen Farbspektren sozusagen von diesen Blüten hier auch mit aufgenommen. Also die waren alle so ein bisschen, ja, in diesem lilanen Farbspektrum, aber wie gesagt, alle ein bisschen unterschiedlich. Und hier oben habe ich dann auch noch ein Stückchen Briefumschlag untergebracht. Dieser hier kommt von Pammy. Hallo Pammy. Falls du zuguckst, dein Briefumschlag ist im Moment irgendwie nahezu in jedem meiner Projekte, weil das war einfach so ein genialer Briefumschlag. Ich hatte euch das schon bei diesen Paper Dolls neulich gezeigt, wo ich diese versteckten Journaling-Plätze gemacht habe, wo man so rausziehen konnte. Da habe ich auch den Briefumschlag verwendet und der ist einfach, ja, der passt halt einfach perfekt dazu. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Pammy, falls du das siehst, dieser Briefumschlag, der hat mir schon so viel Inspiration gegeben. Ich kann es gar nicht, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also das ist total krass. Ein einziger Briefumschlag, das sollte es jetzt nicht abwerten und vor allen Dingen auch deine Arbeit dahinter nicht abwerten. Aber was da drauf zu sehen war, ne? Voll krass. Also ich habe das selten erlebt, dass mir ein so ein Teil irgendwie so viel Inspiration gegeben hat. Also falls du das siehst, vielen, vielen Dank dafür. Richtig faszinierend. Nächstes Lob geht an Sonja auf Instagram, Elise Klatschmohn. Hallo Sonja. Die hat mich nämlich inspiriert, das hier zu machen. Zugegebenermaßen, als ich diese Blüte hier aufgeklebt habe, beziehungsweise die so platt gemacht habe, die war nämlich auch so ein bisschen, ne, so ein bisschen bauchig, wie diese, die hier vorne drauf ist. Und als ich die so ein bisschen platt machen wollte, sind mir zwei Blätter da abgerissen. Und die Sonja hatte mal in einem ihrer Designteam-Projekte für mich sowas mit Blüten gemacht. Und da hat sie auch einzelne Blütenblätter irgendwo aufgeklebt auf den Seiten. Natürlich nicht irgendwo, ne? Nicht so zufällig, sondern schon bedacht. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich das nicht hier auch so machen? Jetzt schaut es so aus, als wären die hier so runtergefallen. Und ich bin natürlich auch ihrem Ratschlag gefolgt und habe die nicht ganz flächig aufgeklebt, sondern hier so ein bisschen so, ne, so dass man hier was fühlen kann und dass die so ein bisschen einfach so ein bisschen auch echt noch aussehen, dadurch, dass die hier an den Seiten so hoch stehen. Sonja, danke. Und Sonja hat ja auch, genauso wie Susanne von Bollenhut Art, inzwischen schon festgestellt, dass ich mich wohl offenbar jetzt in dem Alter befinde, in dem man Blüten in Journals verwenden darf. Gibt es eine gewisse Altersgrenze. Ja, wie ihr hier noch sehen werdet, habe ich das jetzt sozusagen adaptiert und getraue mich nun auch, Blüten in Journals zu verwenden. Hier sehen wir einige gestempelte Puzzleteile. Wie ich das genau gemacht habe, sage ich später noch. Weil, ja, da kommt noch so ein bisschen was anderes mit Puzzleteilen. Wo ist denn jetzt eigentlich der Tag, den ich vorbereitet hatte, um euch zu zeigen, wo die Taschen sind, wo bis jetzt nichts drin ist? Kann mir das jemand sagen? Habe ich den irgendwo hier? Ich hatte den, glaube ich, habe ich den irgendwo hier hingesteckt wohl? Ich glaube nicht. Muss ich mal gerade einen holen. Manche Dinge verschluckt mein Tisch wie vom Erdboden. Zack, weg. Eine wirklich, ja, Phänomen. Ja, das hier ist so ein Bellyband. Da kann man hier etwas dahinter stecken. Und wie schon gesagt, was ist jetzt hier los? Wie schon gesagt, habe ich hier, mein Gott, nochmal, ey, man sollte es auch gescheit ankleben. So, jetzt geht das auch hier vernünftig. Wie gesagt, habe ich hier sehr, sehr viel Platz gelassen für die neue Besitzerin, um eben hier möglichst
kreativ werden zu können, um möglichst noch eigene Sachen auch hinzufügen zu können und vor allen Dingen auch um Platz zum Schreiben zu haben. War das bei dem Dragonfly Lovers Notebook, glaube ich, mich jetzt nicht alles täuscht, da hatte ich euch gezeigt, dass ich da so Stoffstückchen in die Bindung mit eingebunden habe. Und hier bin ich da ein bisschen, wie soll ich sagen, strategischer vorgegangen, aber auch gleichzeitig etwas mehr ausgeartet. Ich habe nämlich hier tatsächlich in der Mitte jeder Signatur so ein kleines Highlight eingebaut, indem ich gewisse Dinge, wie ihr später noch sehen werdet, hier in die Mitte mit eingebunden habe. Hier in diesem Fall fängt das erstmal an, hier mit so einem schnöden Zettel, ne, aus so einer Buchseite. Von so einer Buchseite, einfach so rausgerissen und so einem Schmetterling habe ich einfach beim Einbinden dieser Signatur hier das Loch gemacht durch den Schmetterling und die Buchseite und dann da das zweite Loch durch die Buchseite und dann halt einfach weitergemacht mit diesem Sechsloch-Stich, sodass das hier, ja, jetzt hier so ist. Hier so ein kleines Snippet-Röllchen. Röllchen. Snippet-Roll. Und ich habe auch relativ viel in Anführungsstrichen Kunst in dieses Journal eingebaut. Hier findet ihr ganz viele verschiedene Dinge, teilweise Papiere, die sehr künstlerisch aussehen, teilweise Kunstdrucke aus Kunstbüchern oder wie sagt man da? Teilweise habe ich auch die verwendet, um solche Tags oder Journaling-Karten, wie auch immer man das nennen will, daraus zu machen. Da sind jeweils die Rückseiten auch relativ neutral, sodass man da noch eigene Dinge hinzufügen kann. Und es gibt auch einige von diesen Dingern hier. Das kann man hier so an der Seite abnehmen. Mir fällt gerade auf, hier fehlt noch eine Büroklammer. Möglicherweise fehlen da noch mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Holen wir mal gerade eine. Das habe ich so gemacht. Ich habe hier einfach einen Tag genommen. Der geht hier auf der anderen Seite weiter. Habe den einfach in der Mitte gefaltet und dann einige Papiere hier genommen, die so zusammengelegt und den Tag drüber geschoben, dieses Stückchen Spitze draufgelegt und dann unter meine Nähmaschine durchgeschoben, Entschuldigung. Sodass dieses kleine Heftchen hier entsteht, was man jetzt quasi rausnehmen kann, beschriften kann und dann kann man es später wieder da reinstecken. Dieses, was man hier vorne drauf sieht, ist so ein Farbmuster aus dem Baumarkt. Dieses hier, Entschuldigung, ist von Alpina. Also falls ihr einen Baumarkt in der Nähe habt, der Alpina-Farbe verkauft, was ja in den meisten Baumärkten der Fall ist, dann schaut mal in diesem Regal, wo die ganzen Farbmuster sind. Da werdet ihr diese Karten finden. Und die sind relativ cool, finde ich, um als Journaling-Karte zu verwenden oder eben auch als in Anführungsstrichen Deckblatt für so ein kleines Heftchen. Denn das hier ist etwas stabiler als dieses Papier, was sich hier dahinter befindet. Und weil das hier auf so einer Atlasseite draufsteckt, mir das so gedacht, dass man das, upsala, dass man das hier so draufstecken kann. Bin ein bisschen pingelig, ich möchte, dass das an der richtigen Stelle steckt. Und dann kann man das einfach hier oben mit so einer Büroklammer festmachen. Eine weitere Möglichkeit wäre natürlich auch, hier so einen Hidden Paperclip-Mechanismus einzubinden. Das habe ich mir jetzt an dieser Stelle, wie soll ich sagen, in Anführungsstrichen gespart, weil ich nicht wollte, dass da drin diese Büroklammer ist. Ich wollte ganz gerne, dass man da drin vernünftig schreiben kann, ohne dass die Büroklammer im Weg ist. So. Deswegen kann man das natürlich auch so machen. Wenn man da jetzt nicht so ganz wild damit umgeht, dann würde das auch einfach so durchs Dranstecken halten, ne? Das hat man ja vorher gesehen. Als ich das aufgeschlagen habe, ist das ja auch nicht abgefallen. Hier ist so ein kleines Bellyband. Kann man auch noch so ein bisschen was dahinter stecken. Und hier an der Seite habe ich noch so kleine Charms angebracht. Diese sind jetzt alle so ein bisschen in so einem maritimen Themenspektrum. Also hier sind so kleine Muscheln und so Seesterne und sowas. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie, trotz dass hier sehr viele Schmetterlinge und auch so florale Dinge sind, hat mich das irgendwie so an das an so ein Meeresthema irgendwie erinnert. Aber, und ich habe mir gedacht, ja, das kannst du jetzt nicht machen, ne? Du kannst jetzt nicht hier Schmetterlinge und so Muscheln und so mischen. Habe ich mir gedacht, doch, natürlich kann ich das, ist ja schließlich hier. Also, ne? Wenn das von meinem Tisch entspringt, dann kann ich das, natürlich kann ich das dann mischen. Also, das ist auch nochmal sowas, was ich euch irgendwie gerne ans Herz legen möchte.
Wenn ihr sagt, mich inspiriert eine Farbe zu einem Thema oder eine Farbkombination inspiriert mich zu einem Thema, ja, dann tut es bitte einfach, oder? Also hier sind jetzt auch Blumen mit so Wasserzeug gemischt. Ja, warum soll man das nicht machen? Also, ne? Und auch von der Art der Dinge, die ich hier reingetan habe, ist es total unterschiedlich. Ihr habt hier zum Beispiel, seht ihr hier, so selbstgefärbtes Papier. Hier ist eine neuere Buchseite, eine ältere Buchseite. Hier ein Stück von Pammys Briefumschlag. Die Rückseite von der neueren Buchseite, das ist auch verhältnismäßig neu, aber älter als das. Und dieses hier zum Beispiel ist wieder was komplett anderes, denn das hier war ursprünglich mal so eine kleine Tasche, die ich aus so einer Amazon-Verpackung gemacht hatte. Und ja, dann habe ich diese Tasche nicht mehr gebraucht und habe mir gedacht, warum soll ich denn dieses Muster hier in Anführungsstrichen verschwenden? Kann ich auch genauso gut hier reintun. Also auch das hier zum Beispiel. Das ist aus einem Katalog von einem, sag schnell, so einem, Herrgott Sakrament, wie heißt denn das? Also der stellt so Tiefkühlprodukte her, unter anderem Pizza und irgendwelche so Flammkuchenzeug und sowas. Und da sind teilweise aber wirklich so total schöne Bilder drin. Unter anderem dieses hier und diese Farben, die passen einfach perfekt dazu. Hier ist die Mitte der Signatur. Hier habe ich jetzt so ein kleines Stoffstückchen eingenäht. Habe jetzt hier nicht, wer weiß, wie viel noch zusätzlich gemacht, weil ich einfach dieses hier nicht zerstören wollte. Gleicher Grund wie vorher, dass man hier einfach noch was machen kann und dass man diese Seite, die einen, finde ich, total auffordert, nutzen kann, um eigene Dinge darauf zu gestalten. Oder auch das hier zum Beispiel, das ist jetzt die Rückseite. Hier sieht man, was er sonst noch so im Sortiment hat. Das hier kann man natürlich noch komplett überkleben. Oder man lässt es einfach so, weil man es gut findet, dass man sieht, dass das aus so einem Papier gemacht ist. Also, dass das eigentlich aus einem Abfallpapier gemacht ist. Man kann ja durchaus auch hier schreiben oder ne, das irgendwie für Fotos aufkleben nutzen oder so. Ja. So. Hier hätten wir mal noch so eine kleine Tasche. Und was man hier auch ziemlich viel findet, ist Spitze. Also ja, jetzt gerade auf der Seite nicht, aber gleich wieder. Hier haben wir noch so ein kleines Bellyband und hier ein kleiner Hinweis, für wen dieses Journal ist. Das findet ihr ja sowieso wahrscheinlich relativ schnell raus. Also ne, der musste da unbedingt hin. Das ging gar nicht anders. Ich war sowieso etwas verwundert, dass ich überhaupt sowas besitze, ne? So Marienkäfer. So, hier fängt die nächste Signatur an. Ach so, und ich habe es auch versucht so zu machen, dass die Signaturen, also die äußeren Blätter von den Signaturen sich quasi so abwechseln. Also, dass diese türkise Farbe und die lilane Farbe so oft wie möglich, also nicht nur bei den Signaturen, sondern auch bei den anderen Elementen, so oft wie möglich aneinander trifft. Weil hier, also ne, wenn man das ignoriert, hat man hier so einen Farbton, der so ein bisschen so Ton in Ton ist. Mir ist schon klar, das ist pink und das ist lila. Und dahinter ist auch nochmal so ein bisschen pink. Aber es ist ein bisschen so Ton in Ton. Wenn aber diese Farbe auf die andere Farbe dieser Kombination trifft, finde ich, schaut das Ganze gleich viel interessanter und viel extremer aus. Und ich glaube, dass es schöner ist, wenn das extremer ist. Und auch hier zum Beispiel, wenn man jetzt sieht, ne, hier ist jetzt diese rosane Seite oder diese, ja, lilane Seite. Und die trifft hier auf das Türkis, schaut das interessanter aus, als wenn hier hinter eine gleichfarbige Seite wie die wäre. So habe ich mir das gedacht. Was ich auch gemacht habe ist, so wie zum Beispiel hier vorher auch schon, dass ich jetzt so Sachen wie Pink und Lila, was man normalerweise vielleicht nicht unbedingt so aneinander tun würde, tatsächlich extra aneinander getan habe. Aber nicht ohne drüber nachzudenken, also nicht wahllos, sondern in diesem Fall, was ist denn das? In diesem Fall tatsächlich mit Absicht. Hier ist dieses Lila, da ist das Pink. Und wenn man umblättert, schlägt einem hier dieses Lila, was da schon war, nochmal entgegen, damit das wieder einen Zusammenhang ergibt und damit es nicht so auf der anderen Seite da nicht so für sich alleine in der Luft herum steht, also nicht so zusammenhanglos ist. Das ist eine Tasche. Und hier ist so ein kleines Bellyband, sodass man das quasi so doppellagig benutzen kann.
Und was ich auch total interessant finde, ist, dass es tatsächlich funktioniert, also für mein Empfinden, ich hoffe, du siehst das genauso, dass man auch verschiedene Abstufungen von einer Farbe miteinander kombinieren kann, ohne dass es komisch aussieht. Dieses Türkis hier zum Beispiel ist ja wesentlich pastelliger als dieses oder als manch andere Seite, die ich selber eingefärbt habe, die da später noch kommt oder die vorher da war. Wenn man hier zum Beispiel am Rand schaut, ist das sehr intensiv im Vergleich hierzu oder im Vergleich zu den Türkistönen, die in dieser Landkarte vorkommen. Nichtsdestotrotz funktioniert das. Auch in diesem Snippet Roll hier kommen sehr intensiv pink-lilane Dinge vor, aber auch dieses etwas abgeschwächte Vintage-mäßige, und das passt trotzdem zusammen. Kommt in diesem Fall, glaube ich, auch durch die Kombination mit Farben, wo man denkt, das passt jetzt überhaupt nicht, wie dieses Rot hier zum Beispiel. Also es ist so ein rostiges Rot aus so einem Briefumschlag-Schnipsel, wo ich noch übrig hatte. Und dieses Braun von den Buchseiten schwächt dieses Beißende irgendwie wieder ab, sodass es nicht mehr beißt. Also ja, ich weiß nicht. Hoffentlich seht ihr das genauso. Ich habe dann hier noch solche Sticker drauf getan. Diese sind von AliExpress. Das sind so wie so Washi-Sticker. Ich finde, die passen eigentlich ganz gut dazu. Und vor allen Dingen verbinden die auch solche Einzelteile relativ gut. So eine Snippet-Roll, die macht man ja für gewöhnlich unter der Nähmaschine. Man kann es auch kleben. Ich habe es jetzt hier genäht. Aber teilweise, trotz dass man das gut festgenäht hat, schauen die Teile bisschen so einzeln aus, ne? Also so einzelne Schnipsel, die dann so aneinander sind. Wenn man da solche Sticker zum Beispiel drüber gibt oder auch solche kleinen ausgeschnittenen Sachen wie dieses hier, verbindet sich das Ganze mehr. Ich rede jetzt von der Optik natürlich und nicht von dem eigentlichen haptischen Verbinden. Also ja, weißt schon, wie ich meine. Übrigens, das hier ist auch kein Zufall, ne? Falls sich das jemand fragt, dieser gelbe Fleck hier. Manchmal denke ich mir, das sehen die doch überhaupt nicht. Also, ne, manchmal denke ich mir so, ihr guckt euch das an, also nicht, dass es nicht böse gemeint, nicht, dass ihr nicht imstande seid, sowas zu sehen, aber manchmal denke ich mir, das fällt euch höchstwahrscheinlich gar nicht auf. Aber hier, dieses Gelbe hier und dieser gelbe Strich, das ist extra. Ja? Wollte ich nur mal so gesagt haben. So, hier auf der nächsten Mitte dieser Signatur habe ich da das diesmal etwas auffälliger gemacht als vorher bei der Seite mit diesem Fläumchen drauf. Dieses hier ist ja jetzt einfach eine ganz normale, in Anführungsstrichen einfarbige Seite. Da passiert nicht ganz viel, außer dass man vielleicht hier sieht, oh, wie hat sie jetzt das gemacht? Könnte das hier vielleicht mit Salz und Ostereierfarben gemacht sein? Ja, tatsächlich. Falls ihr das Video gesehen habt, dann wisst ihr, wie ich diese Seiten gemacht habe. Und hier habe ich das jetzt extra ein bisschen auffälliger gemacht, weil auf dieser Seite nicht ganz so viel los ist, aber trotzdem so, dass man jetzt hier eigenes gestalten kann und das hier als Topper sozusagen drauf hat. Hier habe ich einfach eine alte Buchseite genommen, habe ein bisschen Kleber drauf gemacht und dieses eingefärbte, ja, das ist auch so ein ganz dünnes Papier gewesen, es ist kein Transparentpapier, aber sowas Dünnes zum Geschenke einpacken oder wofür man das benutzt, keine Ahnung. Habe ich auch mit Distress Oxide eingefärbt und ein bisschen Wasser drauf gesprüht und dann einfach trocknen gelassen und dann draufgeklebt. Also, ne, ich habe das mit Prittstift angeklebt, falls ihr das machen wollt. Prittstift ist ja nicht wasserfest, also bitte zuerst das Papier einfärben, dann Prittstift drauf, dann das Papier draufkleben und so knautschen. Und dann glücklich sein und niemals zuerst kleben und dann einfärben und dann Wasser sprühen. Dann geht das Papier nämlich wieder runter. Wenn ihr das so machen wollt in der umgekehrten Reihenfolge, müsstet ihr zum Beispiel Mattmedium oder Mod Podge nehmen, um das aufzukleben, damit euch das nicht wieder runtergeht. Und hier habe ich das auch so gemacht mit dem Schmetterling, dass ich den einfach mit dem Bindefaden hier so eingenäht habe. Ja, so fand ich ganz cool. Hier nochmal so ein kleiner Charme. Und das ist ja meine absolute Lieblingsseite, ne? Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, also ich hoffe, dass ihr das seht. Ich kann nur beten, dass ihr das seht, was ich mir bei dieser Seite gedacht habe. Guckt bitte auf diesen Streifen, der diese Farbe hat, auf das Innere von diesen Blättern hier und auf diese Pünktchen da. Wenn ich es mir selber so angucke, dann würde ich es am liebsten raustrennen und selber behalten. Geht aber natürlich nicht, weil dann fällt das Journal auseinander. Aber diese Pünktchen hier, die haben so eine spezielle Farbe. Das ist irgendwie,
Eine Mischung aus Bordeaux, Rot und Grau, aber irgendwie auch Lila. Und genau das ist die Farbe, die hier in diesen Blättern vorkommt. Ich habe so lange gesucht, irgendwas zu finden, was hier dazu passt, was man dann hier kombinieren kann. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und bis ich dann diese Seite eben gefunden habe, ihr seht, das ist hier so ein bisschen so eine glänzende Seite, die ist aus so einem ganz normalen Pflanzenbuch. Das ist auch relativ, also verhältnismäßig neu. Ich würde mal sagen, 60er, 70er Jahre oder sowas. Und dazu hat dann hier diese Karte total gut gepasst, ist auch aus dem Baumarkt. Und auf der Rückseite von dem, ja, also da war ich glücklich und zufrieden, dass ich das gefunden hatte, habe hier so ein kleines Tänzchen veranstaltet, dreh die Seite um, denk mir so, bitte, warum ist jetzt hier sowas knallerosanes? Ja, was habe ich da also gemacht? Habe ich dieses hier genommen. Moment, was da? Jetzt blendet das so, weil die Seite so glossy ist. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, was da den gleichen Farbton hat, um dieses Rosa etwas abzudämpfen und um dieses, ja, eben diese Brücke zu schlagen von der Farbe. Diese Eyelash Trim hier ist ja in etwa die gleiche Farbe wie das hier, etwas heller, aber von der Intensität her relativ gleich wie das. Und um diese Brücke zu schlagen, habe ich dann gedacht, okay, machst du dieses Band da dran, dann geht das hier einigermaßen. Und diese gelben Pünktchen hier, die sind natürlich auch sehr, sehr vordringlich jetzt auf dieser Seite. Deswegen habe ich hier die Landkarte verwendet, erneut, sodass dieses Gelb, was hier drin ist, ich weiß, das ist nicht ganz genau das gleiche Gelb, aber das schwächt das dann wieder so ein bisschen ab in der Intensität. Es fällt jetzt noch auf, aber es ist hoffentlich, ne, ihr wisst schon, etwas abgeschwächt. Und wenn man das jetzt so rausnimmt, schaut das etwas eigenartig aus. Aber ja, das gehört ja eigentlich hierhin. Hier ist das wieder so ein kleiner Block. Hier habe ich übrigens relativ viel von meinem Abfallpapier genommen. Also wenn ich irgendwelche Taschen oder sowas gerissen oder geschnitten habe, bleibt ja manchmal was übrig von so einem Stück Papier. Das habe ich dann hier verwendet, um diesen kleinen Block zu machen. Davon gibt es hier drin mehrere. Und diesen werde ich jetzt hier auch, weil offenbar habe ich das irgendwie total vergessen. Ich glaube, das wollte ich vorher noch machen, habe ich aber vergessen. Den werde ich jetzt auch mit einer Büroklammer hier so befestigen. Hier habe ich jetzt auch so eine roségoldene genommen, weil das, glaube ich, für das ganze Journal besser passt, als wenn man eine goldene oder eine silberne verwendet. Ja, so ist das hier. Hier haben wir nochmal die Anlehnung, ne? Für wen das ist. Das hier ist eine Tasche, die ich relativ, sieht man das, die ich relativ aufgestaucht aufgeklebt habe. Also ich habe das extra so gemacht, dass das Papier so ein bisschen wellig ist, sodass man hier auch etwas dickere Sachen reinstecken könnte. Wenn man zum Beispiel, was weiß ich, eine Serviette oder sowas hat, jetzt nimmt man das mit auf eine Reise und man geht irgendwo essen, wo es einem besonders gut geschmeckt hat und man nimmt die Serviette mit von dem Restaurant, dann könnte man das hier so reinstecken, weil diese Tasche relativ viel fasst. Ja, das hier ist nochmal dieses Papier, was ich mit Salz und Eierfarben eingefärbt habe. Falls ihr das Video verpasst habt, bitte einfach mal zurück auf meinen Kanal gehen, auf die Startseite. Da findet ihr ja dieses hier relativ schnell wieder, weil das ist noch nicht so alt, das Video. Und durch dieses ganze Journal ziehen sich auch solche Puzzleteile. Die waren natürlich nicht von Anfang an so. Ich habe da einfach ganz normale Puzzleteile benutzt, die normalerweise ja von der einen Seite halt, ne? Also das Bild, was man puzzeln will, enthalten. Also wie soll man sagen? Diese glatte Seite sozusagen mit dem Motiv haben. Und von der Rückseite sind die ja in den allermeisten Fällen so nicht glänzend und in diesem, ja, in dieser Papieroptik. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch möglich sein, und das ist tatsächlich auch möglich, wie man hier sieht, habe ich mir einfach ein Distress Oxide Stempelkissen genommen. Ich mache das mal kurz. Habe das geöffnet, habe das Puzzleteil mit dieser unbeschichteten Seite genommen und habe das hier, ja, ich möchte mir jetzt aber nicht die Finger einfärben, ey. Und habe das hier so, alter Schwede, was sind das jetzt für ein Vorführeffekt? Ich breche ab. Ich will zu meiner Mami. Ich habe das hier so. Mano, ich habe das da so rübergezogen. Also so passiert hier natürlich nicht ganz viel, jetzt mal ein anderes. Ich habe das da einfach so draufgelegt und das dann da so drüber gezogen. Vielleicht geht das besser, wenn man das auf dem Tisch macht. Ich weiß es nicht. Das gibt's doch jetzt nicht, oder? Vertraut mir bitte, ich habe das genauso gemacht. Ich habe das da so rübergeschoben. Jetzt geht's.
Und dann habe ich das runtergenommen und bei manchen war es so, dass es wirklich komplett so eingefärbt war und bei anderen war es etwas mehr als jetzt hier. Also, ne, da sieht man wahrscheinlich den Unterschied. Jetzt mit dem Türkis ist es ein bisschen schwer zu erkennen, weil das die ursprüngliche Farbe ja auch so ein Grünton ist. So habe ich das gemacht mit Türkis und Lila. Also genau genommen, wer das genau wissen will, Distress Oxide Peacock Feathers und Distress Oxide Seedless Preserves, diese zwei hier. Also auch alles andere, was ich mit Distress Oxide gemacht habe, ist mit den zwei Farbtönen gemacht. Und dann habe ich mir diese Puzzleteile alle mit dieser Seite auf ein Blatt Papier gelegt, habe da bisschen Wasser zuerst drauf gesprüht, habe dann gedacht, uiuiui, bisschen zu extrem, und habe dann mir einfach in so eine kleine Sprühflasche Kaffee gefüllt und habe Kaffee drauf gesprüht, sodass jetzt an manchen Stellen, ich glaube, hier kann man das sogar relativ gut erkennen, so ein leichter Vintage-Braunton durchkommt, dort zum Beispiel. Und nachdem das, oder hier auch, und nachdem es dann getrocknet war, bin ich einfach mit einem Schriftstempel drüber gegangen und habe das einfach, also ne, alle Puzzleteile so nebeneinander so hingelegt, dass möglichst wenig Platz dazwischen war. Und dann habe ich einfach über alle so drüber gestempelt, sodass dann auf jedem so ein bisschen Schrift war. So könnt ihr eure Puzzleteile verwenden, falls ihr welche habt. Hier habe ich das jetzt auch nochmal so gemacht und habe diese Snippet Rolls so ein bisschen damit aufgepimpt sozusagen. Also, ne, ich habe zuerst die Snippet Roll genäht und dann halt hier drauf geklebt und anschließend diese Puzzleteile dann da drauf geklebt. Was ich jetzt festgestellt habe, wenn ihr die draufkleben wollt, dann solltet ihr am besten einen recht starken Kleber benutzen. Prittstift fällt mit der Zeit wieder ab. Also ich hatte das erst auf einem extra Teil ausprobiert, weil ich das vorher noch nie gemacht habe und habe dann nach ein paar Stunden geguckt, aber das fliegt wieder ab. Also diese Rückseite, diese beschichtete Seite von den Puzzleteilen ist offenbar nicht für Prittstift gemacht. Ich habe dann den Fabri-Tac benutzt, der geht ganz gut. Also hier fällt es halt nicht ab. Also ne, es fällt nicht ab so. Also dran reißen würde ich jetzt nicht, aber es fällt halt nicht von alleine wieder ab. Ich würde sagen, Mod Podge müsste wahrscheinlich auch funktionieren. Sowas wie Buchbindeleim oder Matt Medium wird höchstwahrscheinlich auch funktionieren, um das aufzukleben. Aber wie gesagt, kein Prittstift. Hier ist wieder eine Mitte einer Signatur. Hier habe ich wieder so ein kleines Ding fabriziert. Hier habe ich diesmal einfach so einen Schnipsel genommen von diesem eiergefärbten Papier. Also diesem eierfarben gefärbten Papier. Schon längst verstanden, Luise, brauchst nicht weiterreden, die wissen schon, was du meinst. Hier so ein kleines Stückchen Spitze und diesen Schmetterling da oben so drauf getan. Die Buchseiten, die ich hier verwendet habe, sind teilweise sehr, sehr alt und teilweise auch in anderen Sprachen als Deutsch. Diese hier zum Beispiel, die auf Englisch ist, da war noch so ein kleiner Salzkorn. Und was ich auch ja relativ viel gemacht habe, sind eben so Cluster, die diese Blumen hier enthalten. Das hier sind zwar andere Blumen als die, die ich auf dem Cover verwendet habe, aber ja, es sind so Blumen, ne? Also in so einer Stoffoptik. Und wisst ihr, was mir jetzt gerade da so auffällt? Wisst ihr, was mir da so gerade so auffällt? Ich muss jetzt mal gerade ausprobieren. Wie wäre das denn eigentlich? Hoffentlich verkacke ich es jetzt nicht, ey. Wie wäre das denn eigentlich, wenn man da, muss mal gerade hier meinen Acrylblock holen, da sollte man da vielleicht lieber ohne den Acrylblock machen. Ja, ich glaube, ich mache das mal ohne den Acrylblock. Was halten wir denn davon, wenn man da so ganz leicht so eine Schrift drauf stempelt auf die Blume? Weil ich finde nämlich, an manchen Stellen ist die Farbe sehr extrem. Da habe ich dann schon mal bisschen so Kaffee oder Distress Oxide in den anderen Farbtönen drauf getan. Oh mein Gott. Also das ist ja cool. Um das Ganze so ein bisschen interessanter zu gestalten. Also das schaut doch jetzt wohl mal irgendwie ganz genial aus, oder nicht? Vor allen Dingen, weil das jetzt da auf die andere Seite auch noch so drüber geht. Wie ist das denn bei den anderen Blumen? Also da könnte man das auch machen, aber da würde ich das, glaube ich, nur in diesem Bereich machen, wo der Kaffee ist. Also das, was da ist, das ist Kaffee, was man da sieht und vielleicht hochkant.
Weil dieser Bereich von der Blume, ist irgendwo, dieser Farbton ist irgendwo in dem Himmel hinter diesen Tannen da zu sehen. Und das ergibt irgendwie für mich so einen Übergang. Aber hier, finde ich, passt das total gut. Könnt ihr mir bitte sagen, ob da vorher, sollte man das da auch machen? Also wenn man es überall macht, ist es ja bestimmt nicht so klug, ne? Dass das dann, wie könnte das auch irgendwie wieder langweilig aussehen? Aber an so manchen Stellen. Warum bin ich denn da nicht? Oh mein Gott. Warum bin ich denn da nicht gleich drauf gekommen, das so zu machen? Das schaut ja viel interessanter aus. Aber da soll das jetzt eigentlich nicht hin. Weil kann man ja das Käferchen da nicht mehr erkennen. So. Ich muss noch mal gerade zurückblättern. Ich muss tatsächlich jetzt gerade noch mal zurückblättern und gucken. Also habt ihr hier schon mal, ja, ihr habt bestimmt hier schon mal solche Blumen gesehen, oder? Da zum Beispiel. Da finde ich das jetzt nicht so passend, weil ich nicht möchte, dass es da unten in dieses Muster reingeht. Von diesem Bellyband. Sind hier auch noch schon mal so welche gewesen? Irgendwo war doch hier vorne noch so eine, oder nicht? Da. Diese ganz allererste. Da könnte das mit Sicherheit auch nicht ganz übel aussehen, weil hier diese Schrift von der Buchseite noch so ein bisschen ist. Jetzt überlege ich nur gerade. Jetzt machen wir erstmal da unten bei dem Blatt noch sowas hin. So. Und da oben vielleicht quer, aber hier. Also ich weiß nicht, ne? Ich weiß nicht. Also ihr seht das ja mit Sicherheit nicht, weil ihr das natürlich jetzt, ne, bei dem Video zum ersten Mal seht. Und ihr habt ja nicht, während ich hier an dem Journal gearbeitet habe, da schon drauf geguckt die ganze Zeit. Aber ich habe jetzt die ganze Zeit da drauf geguckt und habe mir gedacht, also irgendwie finde ich es cool, auch mit diesem hier und mit dieser Idee, mit diesen Blättchen, die ich von Sonja übernommen hatte. Aber irgendwas hat mir die ganze Zeit da gefehlt. Und genau das ist es, was mir da gefehlt hat. Genau das ist dieses kleine Gestempelding. Guckt euch bitte an, was das für einen Unterschied macht und sagt mir bitte, dass ihr das auch seht. Also das ist doch. Also für mich ist das jetzt gerade ein Unterschied wie Tag und Nacht. Entschuldigt bitte. Wo waren wir hier stehen geblieben? Hier geht's jetzt weiter. Jetzt muss ich nur gucken, wenn da noch mehr solche Blüten sind, dann können wir ja entscheiden, ob wir das da auch noch machen oder nicht. Ja, so, sind wir mal hier. Hier haben wir nochmal so ein Puzzleteil, nochmal so ein Stückchen von Pammys Briefumschlag. Hier ist noch so ein kleines Vögelchen durch Zufall übrig geblieben. Wie gesagt, ich habe hier auch ziemlich viele so extrem pinke Sachen mit reingetan. Auch zum Beispiel dieses, das war auch in dem Umschlag von Pammy, wo sie ihren Tag drin eingepackt hatte, den sie mir da geschickt hatte. Und das ist ja so ein knallepink, ne? Also wenn ich da drauf gucke mit bloßem Auge, also da wird mir fast schlecht, so pink ist das, ne? Also nicht wegen der Farbe, sondern weil das so intensiv ist, weil das so neonfarben ist. Aber ich finde, wenn man das jetzt hier so sieht, ne? Diese fast bisschen so vintage aussehenden Blumen mit diesem hier dran. Hier kommt noch so ein bisschen was hervor, was dann durch das Distress Oxide so eingefärbt wurde. Das ist das gleiche Band wie dieses hier. Hier das Band in gerade, da dieses Pink und alles so in so einem. Hier geht es aufs Pinke, da geht es aufs Türkise. Kein Zufall. Wie findet ihr das? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ihr das irgendwie nachvollziehen könnt und dass ihr das irgendwie gut findet. Hier habe ich noch mal so ein kleines Ding gemacht. Für die Mitte der Signatur. Hier ist so eine kleine Blüte und da machen wir das jetzt auch. Aber ich glaube, diesmal machen wir das ein bisschen extremer und stempeln tatsächlich noch auf die Seite da oben auch hin. In der Hoffnung, dass es gut aussehen wird. Warum bin ich da nicht gleich drauf gekommen? Ich weiß es nicht. Also manche Sachen machen für mich so einen Riesenunterschied. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, dass uns das nicht auf die andere Seite durchdrückt.
Übrigens, entschuldigt bitte meine Finger. Ich habe da vorher was ausprobiert. Nicht, dass ihr denkt, das färbt irgendwie hier ab oder so, ne? Das ist von vorher noch. Ich habe das nicht richtig abgewaschen gekriegt. Aber ja. Manchmal ist das so dezente Opulenz, könnte man das auch nennen. Hier haben wir nochmal so eine kleine Journaling-Karte. Das ist auch so einem Kunstbuch. Mir fällt jetzt gerade nicht ein, wie der heißt. Fällt mir nicht ein. Da habe ich eben auch versucht, diese Schnipsel hier drumherum, diesem Farbton hier oben so ein bisschen anzupassen, sodass das nicht so nackig dasteht. Auf der Rückseite habe ich hier diese Naht gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist ein relativ heller Faden, sodass man das hier auch ganz gut benutzen kann, um etwas aufzuschreiben oder um natürlich auch irgendwas hinzukleben. Man könnte auch zum Beispiel ein Foto oder so ein Tag oder sowas nehmen oder irgendwas anderes, was man hier hinklebt, ein Kassenbon oder keine Ahnung, irgendwas Spezielles, was das hier dann als Rahmen sozusagen haben kann. Hierauf bin ich besonders stolz und das ist die erste Seite aus dem Buch, die ich überhaupt verwendet habe. Ich habe nämlich vor kurzem auch auf Willhaben so ein Pflanzenbuch gefunden, was relativ alt schon war, was matte Seiten hat. Also ich weiß nicht, ob euch das schon mal untergekommen ist. Edith Holden hat ja auch so matte Seiten, aber das ist auch so ziemlich das einzige Pflanzenbuch, was ich kenne, was matte Seiten hat. Und dieses hier hat tatsächlich matte Seiten. Fühlt sich total schön an. Die Abbildungen sind total schön. Hier habe ich mich auch so ein bisschen an der Botanik der Gegend orientiert, in der ich mich hier befinde und in die das Journal geht. Das muss ich mal gerade hier ein bisschen umeinander schneiden. So. Ja. Hier habe ich tatsächlich auch, und das kommt nicht oft vor, so welche Blöcke verwendet, die vom Teddy oder vom Action waren. Ich glaube, dieser hier ist vom Teddy mit so einem etwas steiferen Papier, sodass man auch zum Beispiel Fotos aufkleben kann. Da habe ich die Rückseite mit Brushes hier so ein bisschen aufgepimpt und habe aber anstatt Wasser hier Kaffee drauf gesprüht, allerdings relativ hellen Kaffee. Also, ne, sieht man, dass es nur so ein ganz kleines bisschen braun ist. Ich wollte die eigentliche Farbe der Brushes natürlich nicht irgendwie schmälern. Und das ist mir hier auf die andere Seite so ein bisschen durchgesickert, was aber auch der Plan war. Also ich habe das relativ nass gemacht, sodass die Farben hier durchkommen, dass das nicht so nach so einem schnöden Scrapbook-Papier aussieht, sondern eben ein bisschen interessanter. Und dann habe ich das hier auch nicht gerade gefaltet in der Mitte, wie man sehen kann. Also das steckt ja so schief hier in der Mitte der Signatur. Und um das Ganze so ein bisschen aufzulockern, also ne, dass diese Seite hier nicht so gerade drin steckt, ist erstens mal diese Seite schief, also diese, die dahinter sitzt. Jetzt ist die schief und das da habe ich auch dann hier so ein bisschen schräg drüber gesetzt, dass das so ein bisschen dieses auflockert. Habe hier an der Seite dieses kleine Stückchen von der Snippet Roll dran getan und hier in der Mitte wieder so ein Schmetterling. Ich finde, dass man mit diesem Ding hier, also dieses ist ja sozusagen ein Element für mich, ja, also obwohl das ist ja aus dem Schmetterling und diesem hier gemacht, aber dieser Trick sozusagen, das hier zu benutzen, ist für mich ein Element. Und wenn ich jetzt von oben nach unten hier mal gucke, habe ich hier diese eckige Buchseite ganz oben, die auf dieser sitzt. Dann habe ich dieses hier eckig, aber bissi schief. Habe ich dieses eckig, bissi schief. Und wenn ihr denkt, dass das hier nicht da wäre, dann habe ich hier so eine total komische Linie, die überhaupt irgendwie nicht ins System passt. Wenn ich aber dieses kleine Teil da drauf mache, dann ist es irgendwie miteinander verbunden. Hoffentlich. Genauso wie diese Seite hier, das ist die andere Seite von diesem Buch, was ich gefunden hatte. Na, also ja, von dieser Seite hier, die andere Seite, ist hier pink, da pink, hier oben pink. Also ne, drei so pinke Dinger, die hier so in so einer Diagonalen verlaufen. Also, dass das hier nicht so alleinig dasteht. Ist ja immer so ein bisschen schwierig, wenn man eine Buchseite verwendet, so wie jetzt hier zum Beispiel die andere Seite davon. Das passt jetzt hier farblich sehr gut zusammen, finde ich. Und man kann natürlich sich nicht aussuchen in so einem Buch, was auf der anderen Seite ist. Und ich finde es manchmal ein bisschen schwierig, da so den Mittelweg zu finden, beziehungsweise so eine Farbbrücke zu finden, dass das nicht so raussticht. Aber ja, ich hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist.
Das muss man natürlich auch nicht so machen, ne? Um Gottes Willen, ne? Also wenn jetzt hier irgendwie jemand zuguckt, der vielleicht gerade neu ist oder so, das muss man ja nicht so machen. Aber für mich ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel hier relativ viel Blauanteil habe und auch vorher relativ blau war und ich schlage das hier so auf und ich habe sowas, wo ich mir wirklich was dabei gedacht habe, dann ist das für mich einfach wie so eine innere Befriedigung, dass das zusammenpasst, ja? Also, und wenn ich jetzt noch da oben vielleicht ganz kurz so machen dürfte, Dankeschön, dann ist das für mich einfach, ist einfach total genial, dass das so zusammenpasst. Und natürlich ist das hier kein Zufall und ich will jetzt nicht arrogant klingen, aber es braucht relativ viel Erfahrung und relativ viele Journals, die du gemacht hast, dass du das so hinkriegst, dass das wirklich so zusammenpasst. Denn also auf dieser Seite hier, auf dieser Doppelseite ist nichts Zufall. Also das klingt jetzt, oh mein Gott, ich kann mir jetzt hier wirklich mit dem, was ich jetzt sage oder schon gesagt habe, die letzten Sekunden, kann ich mir wirklich Feinde machen ohne Ende. Ich weiß wohl, aber ich sage das jetzt trotzdem, weil es ist einfach so. Dieses Papier hier im Hintergrund hat mir den Ausgangspunkt gegeben für diese komplette Seite und für diese Reihenfolge dieser Seiten. Hier ist es nämlich so, dass dieses Hintergrundpapier gar nicht richtig türkis und lila ist. Es ist teilweise eine Mischung aus beiden Farben, weil als ich das mit diesen Eierfarben eingefärbt habe, ist ja sowas komplett Unberechenbares dabei herausgekommen. Diese Seite sieht ja komplett anders aus als die anderen. Die ist nicht so intensiv, eher ein bisschen pastellfarbener, aber trotzdem wollte ich ganz gerne, dass die hier drin ist, weil sie einfach interessant aussieht und weil ich gedacht habe, jetzt muss doch möglich sein, die hier zu integrieren. Jetzt habe ich als allererstes mal die Elemente aufgenommen, die ich schon vorher auf anderen Seiten hatte. Dieses kleine Blättchen hier zum Beispiel, dieses pinkfarbene Schnuppi-Ding und dieses hier kommt auch schon mal irgendwo vor, ein Stückchen von der Snippet Roll, so dass ich auch schon mal Farben habe, die ich vorher auch schon hatte. Insbesondere dieses Papier, was diesen intensiven lilanen Farbton hat und auch den intensiven türkisen Farbton, gepaart mit etwas ausgleichendem, ne, dieser Buchseite hier. Diese Karte hier hat zufälligerweise, also das ist natürlich wirklich purer Zufall, aber ich habe lange gesucht, bis ich sie gefunden hatte, hat zufälligerweise die Farben, die fast dazu passen. Dieses Türkis hier würde jetzt zum Beispiel für mich nicht so gut zu einer der anderen türkisen Seiten passen, die hier sind, aber hier passt es ganz gut dazu. Trotz dieses etwas intensiveren Grüns da im Hintergrund passt aber das ganz gut dazu mit diesem Türkis und auch mit dieser Farbe. Die Farbe passt jetzt hier zu dieser Briefmarke und ich habe jetzt im Prinzip mein pinkes Dreieck sozusagen, also ich nehme ja immer sehr gerne drei Elemente der gleichen Farbe auf einer Seite auf. Pink ist hier Nummer 1, dieses Ding hier Nummer 2 und Nummer 3. So, und dann brauche ich natürlich irgendetwas, was hier hinterkommt, was jetzt Sinn ergibt. Also wenn ich vielleicht mal, ich kann ja mal gerade hier so ein Blatt Papier nehmen. Und das hier dahin stecken, dass man sich vorstellen kann, was wäre, ich falte das mal gerade so, dass man das tatsächlich sich so richtig vorstellen kann, was wäre, wenn hier hinter eine neutrale Seite wäre? Dann würde das auch passen. Also wenn hier eine kaffeegefärbte Seite wäre, so wie das jetzt hier ist, würde das trotzdem passen. Aber das wäre ein bisschen langweilig. Es wäre für mich irgendwie keine Überraschung, wenn ich sage, okay, ich finde etwas, was farblich jetzt hier dazu passt und auch da dazu passt und steckt das hier dahinter und nehme das als nächste Seite, finde ich, schaut das immer noch etwas eigenartig aus, weil jetzt ist der Pink-Anteil sehr groß, weil hier ist dieses Lila, ja, das wird platt gedrückt durch diesen Pink-Anteil von dieser Seite. Und deswegen habe ich dieses Ding hier aufgenommen und hier folgen auch viele, viele, viele lilane Elemente. Aber ich habe dieses Ding aufgenommen, was hier so da hervorguckt und dieses Lila aufgreift, was auch hier in dem Papier vorkommt, sodass das Ganze wieder ausgeglichen ist. Und ich habe auch versucht, das Auge etwas zu verwirren, indem ich dieses Kätzchen hier hervorschauen lassen habe, in Kombination mit dieser sehr interessant aussehenden Blume.
Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt wieder der eine oder andere schreibt, ja, du machst dir dazu viele Gedanken, aber, oh mein Gott, was ist das denn? Ich sehe gerade, dass ich hier auf der Rückseite dieses Tags etwas gemalt habe, was eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist. Mein Gott nochmal. Das habe ich gemacht, als ich selber an Corona erkrankt bin. So ungefähr sieht es auch aus. Ja, ich wollte es eigentlich nur verwenden. Das war purer Zufall, dass ich den jetzt gerade rausgezogen habe. Ich wollte das nur verwenden, um euch zu zeigen, dass man hier was dahinter stecken kann. Es mag sein, dass der eine oder andere sagt, Luise, du machst dir da viel zu viele Gedanken drüber. Aber das sind nun mal die Dinge, die ich mir dabei denke. Das sind die Gedanken, die mir dabei durch den Kopf gehen, wenn ich sowas mache. Und ja, ich möchte euch hier auf meinem Kanal nicht irgendwie anlügen oder euch nicht irgendwelchen Quatsch erzählen, sondern ich erzähle euch das, was mir durch den Kopf geht, weil, ne, sonst wäre das nicht mein Kanal, sondern irgendein anderer. Und deswegen, ja, erzähle ich euch, warum ich das so gemacht habe. Hier habe ich nochmal diesen kleinen Trick angewendet. Mit diesem ist ein bisschen schwierig aufzuschlagen. Mit der Zeit bleibt das so. Wenn man da jetzt zum Beispiel schreiben würde, dann wird es so bleiben, aber ah ja, jetzt geht's. Es klappt sich sonst immer ein bisschen wieder so zusammen, aber mit der Zeit, wenn man das so hat, dann geht das schon. Muss ich erst nur ein bisschen ausleiern, dass das funktioniert. Hier habe ich nochmal dieses Element aufgenommen, um diese eckige Tasche hier so ein bisschen aufzulockern, ne? Also wenn man das sich so anguckt, ist das hier relativ eckig. Durch dieses Ding hier schaut das wieder so ein bisschen interessanter aus. Was man natürlich auch machen kann, wenn man jetzt merkt, das klappt einem zu stark zurück oder zum Beispiel die Rückseite findet man hässlich, dann kann man natürlich dieses hier auch nehmen und das einfach hier drauf festkleben. Könnte man auch machen. Oder die neue Besitzerin kann natürlich auch etwas Klebstoff einfach hier drunter machen, sodass hier nochmal so eine kleine Tasche entsteht. Das kann man dann noch so abwandeln, wie man möchte. Hier wieder etwas Platz für sehr viel eigene Kreativität. Das hier ist nochmal so ein Bellyband. Auch wieder so ein kleines von diesen Puzzleteilen da aufgeklebt. Jetzt weiß ich aber nicht, soll man das da auch machen mit der Schrift? Na, ich glaube, da werden wir das nicht machen, weil das ist mir, glaube ich, im Zusammenhang mit dieser Postkarte etwas zu krass. Das hier war mal ursprünglich so eine Klapp-Postkarte, also die andere Seite ist da auf der anderen Seite der Signatur. Und hier oben stand irgendwas. Was stand denn da? Liebe Grüße oder irgendwie sowas. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme einfach diese Blume hier und setze dieses Element da oben so drauf, dass die Schrift verschwindet, sodass das hier eine, ja, wie ein ganz normales Bild aussieht und nicht mehr wie ursprünglich so eine Grußkarte. Vielleicht auch eine Idee, um solche Karten zu verwenden, die man möglicherweise zuhauf noch irgendwo herumliegen hat. Und auf das bin ich sehr stolz, dass ich das tatsächlich geschafft habe, dieses Pink an dieses Lila dran zu nähen. Zuerst habe ich gedacht, ich falle irgendwie tot vom Stuhl und liege dann neben meiner Nähmaschine. Aber je länger ich das anschaue, desto schöner finde ich das tatsächlich. Und ich bin der Meinung, ihr könnt ein bisschen stolz auf mich sein. Ich habe das auch nochmal so gemacht. Auch das Gelb dieses Schmetterlings hier, dieses untere Gelb hier ist kein, wieso eigentlich unteres Gelb? Es gibt ja kein oberes Gelb. Dieses Gelb von dem Schmetterling ist auch kein Zufall, denn das ist nahezu komplementär zu diesem sehr vordringlichen Lila. Und ich wollte das so ein bisschen, ne, dass das so ein bisschen so ein Hingucker ist. Deswegen habe ich den auch hier in die Mitte der Signatur gesetzt und nicht in etwa hier unten oder da oben hin, sodass das wirklich so ein Hingucker ist. Ich hoffe, das macht irgendwie Sinn. Ja. So ist das hier. Hier kann man übrigens auch, also das kam ja vorher auch schon mal öfters vor, diese Elemente, da kann man auch überall noch was dahinter stecken. In den meisten Fällen sind diese Hinterseiten da weiß oder es ist eben die Rückseite von so einer Karte. Hier unten kann man noch was drüber kleben oder man kann sich erfreuen daran, dass man sieht, von wo diese Karte ursprünglich mal gekommen ist. Das kann man natürlich machen, wie man möchte. So, hier fängt dann die letzte Signatur an. Hier ist auch wieder dieses verstärkte Teil, was das Cover breiter macht. Und hier drin. Habe ich das hier versteckt? Nein, sorry, ich hatte hier was versteckt. Hier ist das aber nicht, da wollte ich es erst reintun, habe ich dann aber nicht. Sorry, das hier ist so ein Briefumschlag, den ich mal selber gemacht habe aus so pflanzengefärbtem Papier. Das hier ist mit so Pflanzen und Essig und so rostigen Teilen, ne? Hier so Eco-Dyeing-mäßig eingefärbt und dann habe ich diesen Umschlag da draus genäht. Und den habe ich jetzt einfach hier so dran gemacht. Ah, hier ist das Versteckte. Hier ist noch so ein kleiner Gutschein versteckt. Ich drehe das jetzt nicht um, weil da hinten ist eine persönliche Nachricht
enthalten für die Person. Aber ich wollte euch trotzdem ganz gerne zeigen, wie ich das hier gemacht habe. Ich habe nämlich hier einfach, also das hier hinten ist einfach ein ganz normales Stück Papier, was auch so eingefärbt ist mit den Eierfarben wie das hier, aber bloß in lila. Dann habe ich da drauf ein Papier genäht von so einem Action-Block. So ein ganz normales Scrapbooking-Papier von so einem 30x30-Block. Da drauf ist ein mit Distress Ink eingefärbtes Stofftaschentuch. Dieses hier ist eine Einkaufstasche gewesen, auf die ich gestempelt habe. Dahinter ist nochmal so ein kleines Papierchen in dem Türkiston. Ich halte das mal ein bisschen näher, vielleicht kann man das dann besser erkennen. Und hier habe ich dieses Wort Gutschein auch auf so ein Stück von so einer Stofftasche gestempelt. Und mit der Stayson-Tinte, ich habe dafür diese hier verwendet, Stayson Jet Black, funktioniert das sehr, sehr gut. Also ich habe das ja irgendwie ja gar nicht für möglich gehalten, aber das funktioniert sehr gut. Ich habe das jetzt schon öfters gemacht und auch mit filigraneren Stempeln funktioniert das tatsächlich sehr gut. Also wenn ihr wollt, probiert das doch mal aus. Was hier soll als Überraschung hinten so ein bisschen so sein. Und ich werde nicht umherkommen, das hier auch zu machen, weil das einfach hier hingehört. Das gehört vor allen Dingen in diesem Fall auch auf die nächste Seite mit drauf gestempelt, nämlich so. Da muss man, wenn man das auf Postkarten stempelt, also diese Stayson-Stempeltinte, muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zu früh umschlägt. Da kann man dann einfach mit dem Finger so testen und wenn man nichts mehr am Finger hat, dann sieht man, dass das hier trocken, schon trocken ist. Es ging jetzt relativ schnell, aber manchmal muss man die so ein bisschen anföhnen, wie ihr vorher gesehen habt. Das hier ist so eine ganz alte Rechnung, die habe ich auch mit Kaffee und Brushos eingefärbt. Das habe ich vorher auch noch nie gemacht. Brusho-Farbe auf so ein normales Papier, also ne, so eine Postkarte oder irgendwas von der anderen Seite oder so ein Scrapbooking-Papier. Dann sehr viel Wasser gesprüht und dann diese Rechnung da reingedrückt. Ich weiß nicht warum, aber das Papier, das fühlt sich ganz anders an als vorher. Also ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie, hat sich das verändert. Und das, hört ihr das? Das hört sich auch total anders an. Ganz eigenartig. Hier haben wir jetzt dieses Elementchen hier, diesen kleinen Trick nochmal in etwas ja, größerer Form sozusagen, indem ich hier zwei Schmetterlinge verwendet habe. Und hier habe ich das auch deshalb gemacht, weil dieses Braun sehr vordringlich war. Das war halt nun mal auf der Rückseite von diesem passenden Türkis, ne? Also von der passenden Farbe. Deswegen habe ich auch hier die braunen Schmetterlinge verwendet, um das auszugleichen. Dieses bräunliche Washi-Tape und die Rechnung ist hier auch nicht aus Zufall. Also dieses Papier passt ja hervorragend dazu. Und dieses dunklere Braun wird hier in dem Schmetterling nochmal aufgegriffen, sodass das hier eher ein bisschen so die Vintage-Abteilung dieses ganzen Journals ist. Sie wollte ja auch braun, also hat sie das jetzt hier. Upsala, was ist denn jetzt hier los? Also hier kann man auch nochmal was dahinter stecken. Und das hat sich jetzt gerade hier so ein bisschen verklemmt. So. In dieses Snippet-Roll kann man natürlich auch nicht nur solche Stempel aufnehmen. Stempel. Solche Sticker aufnehmen. Man kann auch hier drauf stempeln oder man kann natürlich auch so Briefmarken und solche Sachen ganz gut da einbinden oder auch so Stückchen von so Tickets. Das hier ist zum Beispiel so ein Stückchen von so einem Ticket und hier unten das auch und da oben. Ja, finde ich auch ganz interessant. Hier hinten gibt es dann nochmal so eine kleine Tasche und das hier ist der Rest von diesem Verbreiterungsdingsbums da. Und hier, wie gesagt, ich habe das relativ neutral gelassen. Da drin ist so viel los, dass ich nicht unbedingt hier am Ende und auch nicht hier am Anfang sowas, wer weiß, wie Bam-mäßiges brauche, wenn da innen schon so viel los ist. Kleine Anmerkung noch zu diesen Spitzen, die hier außen dran sind. Also einmal zeige ich euch noch hier die Charms, die ich da dran gemacht habe. Die klingeln teilweise auch so ein bisschen, was ich irgendwie ganz interessant finde. Wie gesagt, ich habe dieses Thema irgendwie so ein bisschen mit so Muscheln und so Meeressachen verbunden, obwohl da drin so viele Schmetterlinge sind. Deswegen habe ich hier außen solche kleinen Muscheln dran gemacht, solche silbernen und solche Seesterne. Bewusst aber mit so goldenen, also es ist kein Gold, ne, aber so abgeranzt goldenen und so kupferfarbenen Ringen, weil ich gerne diesen Kontrast aufnehmen wollte. Hier vorne ist das ja auch in diesem Farbton und in dem gleichen Farbton sind teilweise die Ringe. Diese Dinger sind aber silber. Ich habe erst überlegt, ob ich die einfärbe. Da habe ich gedacht, nein, ich will diesen Kontrast. Ich will, dass man denkt, hä, wieso ist das silber? Und dass man dann denkt, boah, das passt ja total gut.
So, mag jetzt auch etwas arrogant klingen, aber ich finde, das passt total gut. Ich hoffe wirklich, dass die neue Besitzerin das auch so sieht. Und dann ein letztes Wort. Was ist das hier, ey? Voll der Fussel. Mörderfussel. Ein letztes Wort zu diesen Spitzen hier außen dran. Die waren ursprünglich, die meisten davon waren ursprünglich weiß und ich habe die dann dran genäht. Ja, die meisten sind dran genäht, einige dran geklebt. Und dann habe ich einfach schlichtweg das Journal, ich mache das gerade mal nochmal so, das geht natürlich jetzt im fertigen Zustand etwas schwieriger, so ein bisschen schräg hingedrückt, also so wie es jetzt ist, oder? Jetzt ist es ja nicht gerade. Dann habe ich mir Distress Oxide, Seedless Preserves, Peacock Feathers und upsala, Vintage Foto genommen und habe einfach mit dem offenen Stempelkissen bin ich hier so drüber gegangen, über die Seiten. Aber wirklich rabiat. Ja, also das kann ich natürlich jetzt nicht machen, weil diese Charms da dran hängen, das wird mir ja komplett zerreißen. Bin wirklich so richtig rabiat drüber gegangen, bisschen Türkis, als nächstes bisschen Lila da, Vintage-Foto. Und dann habe ich's so rum vor mich hingestellt, aber dann ganz gerade natürlich, also so hinten so aufgestaucht, sodass das hier wieder gerade ist. Dann habe ich Wasser drauf gesprüht, habe ein ganz kleines bisschen so gemacht, ein bisschen abgewartet, vielleicht eine Minute oder so. Und dann habe ich das sofort wieder trocken geföhnt, dass die Oxide nicht zu weit in die Seiten einsickert. Vielleicht ist euch das teilweise aufgefallen, dass dadurch die Spitze nur so ein ganz kleines bisschen hier eingefärbt ist. Die ist jetzt hier noch in ihrer Originalfarbe, nämlich in diesem Weiß. Und nur am äußeren Rand ist es so eingefärbt, so als wenn das wirklich irgendwo mal in Kaffee oder eine andere Flüssigkeit gefallen wäre, sodass das dann eben so unregelmäßig hier passiert ist. Dass man wirklich den Eindruck hat, als wäre das durch Alterungsprozess so geworden, warum auch immer es in diesen Farben ist, bleibt auf ewig ein Geheimnis, aber ne, so dass es nicht so eingefärbt aussieht. Und das Coole daran ist, wenn ihr das mit Distress Oxide und Wasser macht, ist, dass ihr dann, kann man das jetzt erkennen, da zum Beispiel bei den Nähten so coole Effekte bekommt, weil sich das dann da so reinzieht. Ich hoffe, dass man das hier einigermaßen erkennen kann. So. Nehmen wir das hier mal als Abschlussbild. Vielleicht fühlt sich Timmy ja angesprochen und denkt sich, Mensch, wenn die hier schon immer meine Produkte zeigt in ihren Videos, dann könnte man die ja mal anrufen und fragen. Naja, Quatsch. Das tut er natürlich nicht. In diesem Leben nicht mehr. Okay, ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einige Inspirationen mitnehmen. Ich hoffe, der neuen Besitzerin wird das hier gefallen. Ich kann einfach nur beten, denn da steckt ziemlich viel Arbeit drin und sehr, sehr viele Gedanken. Da hoffe ich natürlich immer, dass es der neuen Besitzerin gefallen wird. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch alles, alles Gute. Bastelt euch was Schönes. Bleibt gesund, bleibt kreativ und tschüss.